Hallo zusammen, ich bin Ivan Lanz und bin hier im zweiten Lehrjahr als Kaufmann IFZ bei der AFAG Automation AG. Ich zeige dir heute die Tätigkeiten, die wir hier haben in der AFAG. Komm doch mit! Im Verkauf bekommen wir täglich neue Anfragen und die tue ich zu einem Angebot umwandeln. Wenn ich das Angebot verschickt habe und der Kunde es bestellt, dann gebe ich es weiter an die Konstruktion. An der Lehre als Kaufmann gefällt mir, dass ich während meiner 3 Lehrjahre in verschiedenen Abteilungen arbeiten darf und die abwechslungsreiche Arbeit. Ich bin Elena Vecci und bin gerade im 4. Lehrjahr als Konstrukteurin EFZ. Ich bin gerade am Auftrag dran, den mir vorhin der Ivan gegeben hat. Meine Hauptaufgabe ist das Modellieren von Bauteilen in unserem Zeichnungsprogramm im CAD. Wenn ich alle Bauteile aufgebaut habe, dann baue ich sie zu einer virtuellen Baugruppe zusammen. Anschließend erstelle ich die technischen Unterlagen, wie z.B. Zeichnung, Stücklisten und Bedienungsanleitung. Ich bin Niklas, ich mache eine Lehre als Konstrukteur und ich habe jetzt gerade mein Werkstattpraktikum. Und jetzt tue ich in der Elena ihre Zeichnung an der Fräsmaschine fertig. In meinem Praktikum tue ich vor allem drehen, bohren oder fräsen. Wenn mir der Konstrukteur seine Zeichnung bringt, schaue ich die an und tue die nach dem Mass fertigen. Ich bin Josef, ich mache hier AFAG die Lehre als Polymechaniker und jetzt tue ich das Teil, das ich von Niklas bekomme, in eine bestehende Anlage montieren. Mir gefällt an meiner Lehre, dass ich viel mit meinen Händen arbeiten kann, aber gleich noch ab und zu am PC arbeiten kann. Wenn ich ein Teil von Fertigung bekomme, baue ich in eine bestehende Anlage ein. Wenn die Anlage fertig ist, wird sie zum Kunden geliefert. Jetzt hast du einen Einblick in unseren Berufsalltag hier bei der AFAG als Konstrukteur, Polymechaniker und im KV. Wenn du Interesse hast an unseren Beruf, dann bewerte dich doch noch heute. Wir freuen uns auf dich!